Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme Let's Play Minecraft. Heute bin ich mal wieder alleine unterwegs. Hab mich hier in eine Ecke zurückgezogen, weil ich so alleine bin. Und hab mir gedacht, ich mal jetzt hier mal eine Folge lang in die Ecke und guck in die Ecke eine ganze Folge. So, ich mach nichts anderes. Machen wir heute auch mal eine extra lange Folge. 12 Stunden gehen, glaube ich. Ich glaube, das kann ich machen. Ich sage auch nichts mehr. Nein, Quatsch. Wir haben nach der letzten Aufnahme, also Märchen, der Ma und noch ein Verwandter, Schuhsein, nach der letzten Aufnahme hier noch ein bisschen weiter rumgebaut. Hier, das mit der Decke macht auch langsam Fortschritte. Und auch hier habe ich noch ein bisschen, haben wir noch ein bisschen Erde aufgefüllt, Stein aufgefüllt da unten, Wasserfall hingelegt. Sieht ja immer ganz nett aus mit Wasserfällen. Die Bahn fährt da jetzt auch quasi so, die Minecart-Bahn fährt da quasi so durch. Ein bisschen auch was fürs Auge und ja, dann habe ich das da noch eben und dann rennen wir mal eben. Die Strecke habe ich, glaube ich, habe ich die Strecke nicht in der Aufnahme gelegt, ich weiß das nicht. Auf jeden Fall geht die Strecke, vielleicht sollte ich doch nicht offline spielen, aber dann komme ich hier, werde ich ja gar nicht fertig, also das geht dann auch nicht. Die Strecke geht also hier sauber quasi hier hoch und durch den Berg und an der Seite des Abhanges hier dahin. Jo, dahin. Da geht sie lang in den kleinen Bahnhof. So, jetzt muss ich mir überlegen, wo mache ich ihn weiter? Drehe ich diese Treppe noch? Nein. Also ich glaube, die, wenn man das, ich muss mal einmal von unten gucken, wenn man das so jetzt auch noch drehen würde, immer so im 90-Grad-Winkel, die einen Glasstein so und die andere Glasbrücke dann so. Ich glaube, das wäre, glaube ich, too much. Also immer schön sauber übereinander weg. Und das heißt, jetzt muss ich mir tatsächlich überlegen, das habe ich natürlich vor der Aufnahme nicht gemacht. Nein, wozu auch? Wozu soll ich mir vorher überlegen, was ich jetzt mache? Ich mache jetzt Timeset 0, immer wichtig. Und dann ist mir aufgefallen, vorhin in der Aufnahme, als ich mir die Folge, die ich heute online gestellt habe, immer munter hoch und runter, ist mir aufgefallen, dass ja dieser Kran eigentlich dazu da ist, diese Ebene hoch und runter zu ziehen. Quasi wie so eine Art Fahrstuhl. Das heißt, der muss sich eigentlich überhaupt nicht drehen. Das hieße auch, ich könnte diese Konstruktion da eigentlich wegmachen. Mache ich aber nicht. Dafür habe ich mir aber auf der anderen Seite überlegt, dass ich mal eben ganz kurz hier noch was ändere. Und zwar die Art des Zuganges hier. Kann ich da jetzt hochspringen? Ja. So, da muss man halt sich mal ein bisschen Mühe geben hier. Zack, und dann kommt das hoch und dann hat sich das. Ja, und dann hatte ich noch den Vorschlag erhalten, doch diesen Balken vielleicht doch einfach mal fortzuführen. Und ich glaube, da habe ich zugesagt, dass ich das mal gucken werde, wie das denn aussieht. Jetzt muss ich mal gucken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ab wo jetzt? Ab da. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Einmal von weiter weg gucken. Einmal von weiter weg gucken. Ich würde sagen, das ist ein bisschen viel. Dann macht man das vielleicht nochmal ein bisschen anders. Und zwar dann kriegt der hier noch einen reingesetzt, einen reingewirkt. Und der. Und der. Und der. Das ist dann vielleicht ein bisschen kurz. Ach, geht aber auch. Also ein bisschen länger wäre gar nicht so schlecht, oder? Also ein bisschen. So ein bisschen länger nur. Nicht so richtig, nicht so ganz viel, aber so ein ganz klitzekleines bisschen. So, wie sieht es denn so aus? Ja, ich finde das auch. Das kann man so machen. Das ist gar nicht so schlecht. Dann kann nämlich dieses Band da hinten, also dieses Zaunband, erstmal so weit ein bisschen weg.
Jawohl, das ist übrigens jetzt der Beweis, dass ich das jetzt so baue. Das ist der Beweis, ihr macht Vorschläge, ich höre drauf. Jawohl, so soll das sein. Ja, dann mach ich mal. Da hängen wir gleich noch ein paar Eisenkugeln dran oder so. Aber vorher werde ich auch da noch diese Dingens da so halb verdecken. Zack und da auch. Nein, da nicht. So, dann müsste da aber eigentlich noch einen länger hier, ne? Zack, so. So, habe ich jetzt hier Eisenblöcke. Eisenblöcke. Ich glaube, Eisen ist schwerer als Stein oder ist Stein schwerer als Eisen. Vielleicht kann man da auch so einen Rubik's Cube machen. Das wäre ja auch nochmal eine Maßnahme. Aus Wolle vielleicht? Ach nee, das geht nicht, weil die Seitenfarben ja alle gleich sind. Das heißt, was oben ist, ist auch rechts und was rechts ist, ist auch links. Und vielleicht kann man das auch doch noch ein bisschen anders machen. Vielleicht kann man das so ein bisschen... Ich weiß nicht, ich probiere das jetzt mal aus. Ich habe mir da vorher auch darüber keine... So geht es eigentlich auch. Aber ich dachte jetzt mehr so an quasi so vollkommen einmal so umrundet quasi. Das sieht aber bestimmt Panne aus. Also werde ich das wahrscheinlich gleich wieder wegmachen. Ja, es ist ein bisschen too much, oder? Wenn ich hier die Eckteile wegnehme. Naja, die Eckteile, Herr Sommer. Die Eckteile. Und den weg. Jetzt gucke ich nochmal von da hinten. Aber ich glaube, so kann man es lassen. Jo, so lassen wir das. Wobei das eigentlich auch ein bisschen widersinnig ist. Wie zieht der dieses Seil da hoch? Das ist mir ja auch noch ein Rätsel. Dann müsste ich ja quasi hier auch noch das machen, hier so ein Loch machen, wo er das dann runterlassen kann. Soll ich das jetzt eben machen? Das geht nicht, da geht die Bahn lang, glaube ich, oder? Ich fürchte, da geht die Bahn lang. Oh ja, da geht die Bahn lang. Also kann ich das hier nicht... Ja, dann muss der hier irgendwo so eine Winde haben oder sowas. Irgendwas in der Art. Irgendwas in der Hinrichtung. Zack. Muss das da überhaupt rein? Dieses Gitter. Ach, das lasse ich da jetzt drin. Das finde ich okay. So, und dann gibt es noch ein Fackelchen. Zack, dahin, glaube ich. Direkt über den... Nee, komm, hier. Dahin. Nicht direkt an den Rand. So, eigentlich bin ich damit dann jetzt eigentlich soweit ganz zufrieden. Finde ich tatsächlich auch sogar noch besser. Danke also für den Tipp. Seht mir nach. Ich weiß immer, ich kann mir Namen immer nicht merken. Und selbst reden kommen ja auch noch irgendwie zwei Kisten hin oder so. Oder da auch noch. Weiß man ja nie, wofür man sowas braucht. Das muss ich mir gleich nochmal angucken, die Ecke hier. Vielleicht ist das mit den Kisten auch ein bisschen blöde. Ja, gucken wir mal einfach. Ich lasse die da jetzt erstmal, wo sie sind. Eigentlich muss das Ding hier auch gar nicht so... Eigentlich muss das Ding auch gar nicht so breit, aber... Lass mal eben kurz gucken. Wie breit ist das denn hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dazwischen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dann wäre das bis da. Das ist zu kurz. 10, 11, 12. Ich könnte es auch bis da machen. Gucken, was ist denn hier? Oh, ginge auch. Das ist ein bisschen kürzer. Wie sieht denn das aus, wenn das ein bisschen kürzer ist? Ich glaube, ich finde das fast besser, wenn das ein bisschen kürzer ist. Ja, okay, kann man ja mal eben machen. Das ist ja, upsala, falsche Taste gedrückt. Das ist ja eigentlich kein Aufwand. Das geht ja relativ fuchs. Oh, da habe ich den falschen weggeschlagen. Scheiße, noch eine Treppe. Oh Mann, oh. So. Ne, den auch noch. So. Zack, zack, zack. Und gleich erledigt hier. Alles schön weggemacht wieder.
Ja, ich baue das jetzt auch nicht mehr sofort weg, stelle ich gerade fest. Nein, ich baue es dann irgendwann 5 Folgen später weg. Das heißt, in 1763 Millionen, 867 Milliarden, ach, keine Ahnung, Folgen sind wir immer noch hier beim Kran und es hat sich hier sonst weiter nichts getan, außer dass ich irgendwie Blöcke gesetzt und wieder weggehauen habe. Na komm, gib mir den da. Ja. Zack, 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 zack. Da ist die Mitte, da machen wir, glaube ich, so einen kleinen Aufgang noch drauf. Und, ach ja, ich muss ja jetzt hier nochmal irgendwie, was das? Wie war denn das? Wie war denn das? Einer schräg, einer gerade, einer in die andere Richtung. Einer schräg, einer gerade, einer in die andere Richtung. Zack. Machen wir das da auch? Ach nö, ist Blödsinn. Ach, dann ist der da auch Blödsinn. Zack, 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 so. Habe ich, glaube ich, da hinten auch nicht. Gut, kleiner Aufgang jetzt. Kleiner Aufgang. Machen wir Leiter. Weiß ich nicht. Eine Leiter. Ach ja, muss ja nicht sein. Ne? Immer diese Leiterei. Augenblick bitte mal eben. Ganz kleinen Moment. So, Entschuldigung, bin wieder da. Es juckte gerade. Ich musste mich mal eben kratzen. So, machen wir das so. Den könnten wir eigentlich auch noch ein. Nee, größer ist. Nee, ich glaube, so ist das so. So ist das ungefähr die perfekte Form. Also für meinen Geschmack jetzt. Das mag ja jemand auch anders sehen. So, dann eine Treppe da hoch. Nehmen wir die Minecraft-Standard alte. Gibt schon ewig Treppe. Zack, zack, zack. Machen wir auch ruhig ein bisschen. Ups, nee, da nicht. Nein, da auch nicht. Da. Nein, so doch nicht. Da. So, zack. Nein, da. Nein, da. Oh, Mann. Mist. So, kann ich da. Wie will ich bitte alle setzen? So. Tuk, 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 tuk. Ist das notwendig, die da hinzusetzen? Ja, ist es wohl, ne? Wir müssen auch noch eine Fackel dahin pflanzen, da und da. Und dann kommt auf diese Dinger hier kommt jetzt auch jeweils eine Fackel drauf. Das war ja kurz und schmerzlos. Das kann man ja noch verkraften. Hier auch bitte Fackeln. Links, links, da und da. Hier noch eine Fackel und auch da. Und natürlich da. So, wieder ein bisschen Kleinkram geschafft. Ah, anders hinsetzen. Und dann geht es weiter. Und zwar womit? Ich würde sagen. Jetzt, ja, damit, ne? Damit wohl oder übel. Ich nehme mal jetzt hier den Schalter. Ah, wie ich das gar nicht mag. Gut, das ist jetzt nur eine Bahn, aber trotz alledem, das ist immerhin schon, die will ja auch irgendwie fahren. Okay. Habe ich natürlich hier alles schon gesetzt. Macht aber nichts. Das kann ich auch noch neu setzen. Nein, nein, auf dem Boden bitte. Auf dem Boden. Wieso habe ich denn da so viel gesetzt? Ich glaube, das geht, ne? Zack. Ja. Hätte ich doch alles gar nicht setzen brauchen. Und ich probiere es nochmal mit F3. Nein, das geht immer noch nicht. Ja, dann braucht man da vielleicht irgendwie einen anderen Server für, Bucket-Server. Ich surfe ja auf Vanilla. Ah, da muss ich dann mal gucken, wie das von außen ausschaut. Warum mache ich die eigentlich da unten hin und nicht daneben? Eigentlich jetzt eine gute Frage, oder? Ich glaube, ich mache die einfach daneben. Komm, drauf geschissen. Einfach daneben. Zack, weg. Zack. Zack, zack. Ich habe keine Ahnung, wie das aussieht, aber ich mache die jetzt daneben. Ich mache die daneben. Achtung, ich mache die daneben. Und dafür mache ich den ganzen Kram hier wieder vernünftig zu. Ich weiß ja nie, ob ich da unten drunter noch buddeln will. Kann man wahrscheinlich auch effizienter machen, indem man das nicht Loch pro Loch, sondern Material für Material macht. Aber egal. Ich mache das jetzt so. Ich mache das genauso. Gar nicht anders. Ja, zack. Ja, wie sowieso irgendwas doppelt kaputt gemacht.
Dann gib mir doch mal eben bitte auch so eine Schiene. Danke. Und dann brauche ich, da muss der hin und da muss der hin und da muss der hin. Hätte ich ja auch mir echt gleich überlegen können, ne? Hätte ich mir auch echt gleich überlegen können. Habe ich aber nicht. Haha. So. Das war's, glaube ich. So, jetzt machen wir einfach hier rechts von der Bahn, wenn es tiefer nach unten geht, machen wir die Fackeln immer rechts. Das gilt auch natürlich und insbesondere für Rotsteinfackeln. Redstone-Fackeln. Auch und gerade und insbesondere für Redstone-Fackeln. Redstone-Fackeln. Andere Fackeln setze ich gleich auch noch. Die setze ich dann vielleicht auch einfach irgendwie daneben. Oder wäre unten drunter jetzt doch schicker gewesen, so versteckt? Nee, ich glaube nicht. Das hat auch hier bestimmt eine ganze... Ups, was ist denn da passiert? Tschüss. Rechts, 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 rechts und nochmal rechts und rechts und rechts und rechts und rechts und rechts und rechts. Ja, ist nee, nicht dazwischen. Genau dahin. Passt, passt, sitzt, passt, wackelt, hat Luft. Zack, gib mir den, den dahin. Dann Fackelchen hin, da auch, da auch, da auch. Und da wieder den Dingens da, Bums da. Und jetzt schnappen wir uns mal eben, weil es bestimmt klappt, einfach mal ein Minecart, setzen uns da rein und fahren los. Ab nach oben, juhu. Gucken, wie fährt denn sich die Strecke so? Ich bin hier noch nicht gefahren. Ich fahre jetzt quasi mit euch das erste Mal hier diese Strecke entlang. Diese wunderschönen kurvige hoch, runter, immer wieder um die Ecke gehende linkskurvig und rechtskurvige kurze Bahnstrecke. Und das hat geklappt. Demnächst kann man ja wahrscheinlich sich dann irgendwo mal erstmal zu so einem Zwischenstopp da unten. Na los, komm, renn mal bitte. Demnächst könnte man sich überlegen, ob man vielleicht erstmal zu so einem Zwischenstopp hier unten fährt. Also quasi da in den Zwischenbahnhof unten. Und dann kann man von da eine Weiche stellen, ob man... also in welche grobe Richtung man will. Das muss man sich dann vielleicht nochmal überlegen. Und von dort aus kann man dann wieder weiterstellen, ob man woanders hin will. Oder aber zurück. Oder aber ob man in weiter verzweigte irgendwas gebäudetes... quasi, dass man sich so durchhangeln kann, so von Station zu Station. Dann bei den Stationen immer eine Weiche stellen kann, links lang, rechts lang oder geradeaus oder so. Und ich glaube, diese Weichenstellung geht bei Minecraft nicht. Links lang, rechts lang, geradeaus? Nee, die geht nicht. Und das fände ich, glaube ich, ziemlich cool. So, damit wäre jetzt aber auch erstmal das Minecart, packe ich da jetzt mal, dann lasse ich da mal, das kann da ja eigentlich auch. Oder man macht das so, wenn oben eine losfährt, unten eine losfährt. Ich glaube, diese beiden Bahnhöfe sollten dicht genug zusammen sein. Also wenn unten eine losfährt, fährt oben auch eine los und die begegnen sich dann irgendwo in der Mitte. Und aber das ist natürlich auch dann wieder Hammer-Redstone-Leitung, die man dafür legen muss, ne? Das habe ich ja schon mal da hinten bei dem Haus mit dem Turm, also bei dem in der Nähe des Docks. Nee, was sind das? Wie heißen diese Dinger noch? Laderampen? Nein. Mann. Naja, auf jeden Fall bei dem großen Schiff habe ich das ja zwischen altem, also zwischen Turmhaus im Dschungel und dem Schiff. Da habe ich das ja schon probiert. Das funktioniert ja auch irgendwie von vorne und hinten nicht und irgendwie ist das ja auch ein bisschen blöde. So, okay. Also man kann hier wunderbar... Ich fahre jetzt auch nochmal zurück. Ich finde das ja, Bahnfahren finde ich immer schick und nett. So, hier noch ein bisschen Makulatur. Nee, wie heißt... Oh Gott, Wortfindungsstörung. Heute ist ein bisschen blöde mit mir. Weiß nicht, woran das liegt. Und dann muss ich noch überlegen natürlich, ob ich das hier so gerade lasse. Also die Wände, ob ich denn wirklich hier... Hier fährt man übrigens am Turm direkt dran vorbei. Ob ich denn wirklich das so... So eckig lasse, so wie das jetzt hier ist. Also hier. Grundsätzlich, also überall. Oder ob ich das noch irgendwie... Oh, da sind ja noch Skelette. Ach, Fackeln wollte ich noch setzen. Ui, es geht wieder runter.
Ja, das ist ja auch gut. Wenn ich dann, genau, dann lässt man einfach, genau, zwei Minecarts, eins unten, eins oben. Und wenn man gefahren ist, muss man einfach rausspringen und die Bahn fährt alleine wieder zurück. Klappt ja auch. Klappt das wirklich? Muss ich mir nochmal eben, doch, das müsste eigentlich klappen. Aber ich glaube, ich muss diese Strecke dann noch ein bisschen weiter ausleuchten. Zack. So, wenn ich jetzt nicht drin gesessen hätte, hätte das dann auch geklappt. Und wieso schwebt die Bahn? Ich glaube, da kann ich nichts für. Ich glaube, nee, die geht nur bis dahin, die Textur, glaube ich. Oder kann ich die auch noch weiter runter machen? Das wäre jetzt auch mal spannend. Die Frage weiß ich gar nicht zu beantworten. Hm, naja, egal. Was wollte ich denn jetzt machen? Ich muss mir echt überlegen gerade. Was wollte ich jetzt machen? 20 Minuten und nichts gemacht. Außer ein paar Redstone-Fackeln gesetzt. Ach so, Fackeln setzen. Ha! Dann nehme ich mal Fackeln in die Hand, schmeiße das nochmal eben weg. Und nehme auch nochmal Zaun in die Hand. Wer weiß, ob man den braucht. Zaun ist ja immer gar nicht so schlecht. Und sag mal jetzt, ich mache quasi hier. Und, oh, will ich das wirklich abzählen? Ja, ne? 1, 2, 3, zack. Ah, das wird aber doch zu viel. 1, 2, 3, zack. Und, ach, das Zählen ist blöde. Dahin. Aber nicht zählen ist irgendwie auch blöde. Mann, ich setze jetzt keine Fackeln hier. Das muss jetzt mal so gehen. Schließlich sind da Redstone-Fackeln. Das soll ja wohl reichen. Was sagt denn mein Lichtlevel? Jetzt, das kann ich ja mal eben machen. Komm, hoch da. Ah, da lang, da lang, da lang. So, und jetzt mal eben kurz das Lichtlevel checken. Das ist immer relativ zügig. Welches war es? BL, ne? Brightness Level 8. Ich glaube, unter 7 sollte es nicht sinken. Ah, da hier ist es ganz dunkel. Hier auch, hier auch. Okay, da auch. Oh Gott. Oh, hier ist es auch ganz. Wieso ist das da so dunkel? Das war doch da taghell. War da gerade ein Creeper? Hier ist auch so dunkel. Ja gut, das sehe ich ein. Zack. Und die fährt jetzt eigentlich alleine wieder zurück. Gut, dann kommt hier jetzt eine Fackel hin. Hier ist auch so dunkel. Dann machen wir da auch mal eine Fackel hin. Und da meinetwegen auch. Hier auch. Hier auch. Hier auch. Jetzt aber langsam auch gleich nicht mehr dunkel, ne? Und hier machen wir auch mal eine Fackel hin erstmal. Ja, ja, kannst du ruhig bleiben, Creepy. Du kannst doch ruhig bleiben. Ich achte jetzt gerade nur aufs Lichtlevel. Okay, da auch noch. Brightness Level. Level of Brightness. 5. Wieso ist hier 5? Es ist doch hier total hell. Oh Mann. Manchmal vertut man sich da offensichtlich. Mann, Mann, Mann. Aber 5 ist ja nur auch echt der Hammer. So dunkel war das da nicht. Da ist doch ein Beleuchtungsbug, oder? Alles, was ich nicht weiß und alles, was ich nicht glaube, da ist ein Bug. So, zack. Hallo, bitte Bugs beheben. Na gut, ausnahmsweise mal auf die Seite. So, zack, da auch bitte. Und dann soll es das ja wohl gleich gewesen sein. Ja, komm, dann kriegst du da auch noch. Da, nein, das sieht doof aus. Da auch noch eine Fackel hin. Die kommt weg. Und hier meinetwegen auch noch. Und hier ist ja wohl bitte. Ja, die Bahn ist wieder da. Gut, okay, alles klar. So, jetzt ist hier natürlich wieder Dunkelheit angesagt. Und hier kann ich auch. Gut, das lassen wir jetzt erstmal. Mehr Details gibt es hier jetzt nicht. Brightness Level. Ach, da, oh, hier könnten. Theoretisch könnten hier. Mobs spawnen. Theoretisch. Das ist so nicht gewollt. Das ist für meine Lieblings. Ach, dann machen wir das vielleicht mal so. So. Den weg. Den auch weg. Den auch weg. Stattdessen da wieder den Zaun. Ich mag das ja immer gerne mit dem Zaun. Und den auch weg. Auch da bitte Zaun hin. Und dann könnte ich mir natürlich noch überlegen, ob ich das hier nur irgendwie mit Blumen oder sowas dekorieren will. Aber hallo, hier ist eine Zwergenmine. Hier kommen keine. Habe ich jetzt mal so beschlossen. Hier kommen keine Blumen rein. Aber was ich gerade sehe, ist, dass die Folge jetzt irgendwie zu Ende sein sollte.
Und das heißt, ich verabschiede mich fürs Erste. Hoffe, euch hat es irgendwie gefallen, auch wenn gar nicht so viel passiert ist. Schaut. Sprechen will gelernt sein, Herr Sommer. Das kannst du sowieso nicht. Also, ich hoffe, euch hat es gefallen, auch wenn gar nicht so viel passiert ist, außer ein paar Fackeln setzen und ein paar Redstone-Fackeln zu setzen. Und jo, schaut wieder rein, wenn es euch gefallen hat. Schaut auch wieder rein, wenn es euch nicht gefallen hat. Egal. Bis demnächst. Tschüss.